Sie ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen dieses Landes. Allein ihr Song Gib ihm hat über 100 Millionen Streams auf Spotify. Sie ist inzwischen eine eigene Marke, verkauft erfolgreich Eistee, ist erfolgreich auf YouTube und hat noch eine weitere Neuigkeit im Gepäck. Begrüßen Sie die Frau, die mehrfach den Bravo Otto gewonnen hat, den Bambi und den Duftstar, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, hier ist sie jetzt, Shirin David. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Danke für die Einladung. Ja, die Einladung steht permanent. Dein Applaus. Okay. Wow. Danke schön. Die Einladung steht ja permanent, aber du hast ja so viel zu tun. Vor allen Dingen hast du eine Neuigkeit, ich habe es gerade mal so angekündigt. Und da haben viele Leute wirklich kurzes Herzstolpern bekommen aus deiner Community, denn das ist wirklich was ganz Neues. Was ist die eine Sache, über die sich jetzt deine Fans und Leute, die es werden wollen, freuen dürfen? Ja, Leute, es ist soweit. Ich habe noch nie live gerappt. Ich bin noch nie live aufgetreten. Aber es gibt tatsächlich eine Tour, meine allererste Tour. Ja, ungewöhnlich, ne? Normalerweise geht es hier so los, ne? Es ist wirklich interessant, ne? Weil normalerweise würde man ja sagen, so wie man es sich so vorstellt, ja, dann fängt man an, so irgendwo live aufzutreten in der kleinen Clubs und dann baut sich das so auf und dann ist man irgendwann da. Bei dir ist es komplett andersrum. Du bist eigentlich, deine Karriere ist auf absoluten Höhepunkt und jetzt fängst du an, live zu spielen. Richtig. Warum hast du es bislang nicht gemacht und warum jetzt schon? Es hat noch nicht geklappt. Als Supersize mein erstes Album kam, gab es dann Covid. Mhm. Und stand mir ein bisschen im Weg. Ich konnte nicht wirklich tun. Beim zweiten Album war es noch so ein bisschen unklar mit den ganzen Gesetzen. Was können wir jetzt wirklich machen? Was funktioniert? Und ich hatte keine Lust, eine Tour anzukündigen und dann wieder abzusagen. Ja. Da habe ich gedacht, komm, warte erst mal, bis der ganze Mist hier durch ist. Mhm. Und jetzt ist es soweit. Es klappt endlich. Die Hallen sind gebucht. Wäre so schlecht abzusagen. Ja. Der Druck ist groß. Ja, der muss ja auch da sein. Das ist ja auch die Aufregung. Dann kannst du mit sowas gut umgehen? Weil das ist ja jetzt Druck. Die Leute kaufen sich dann Ticket, die kommen dahin. Du musst dich da auf die Bühne stellen und die erwarten was. Wie fühlt sich das an? Erstmal beschissen. Ich hätte mich schon. Das ist sehr gut, ehrlich. Nee, also ich hätte mich schon darüber gefreut, irgendwie erstmal klein anzufangen mit so einer 50er-Halle, 100, 500, 1000 und so. Ich habe auch wirklich mal überlegt, einfach mir so eine kleine Box aufzustellen und irgendwo random auf der Straße einfach mal ins Mic zu rappen. Ja. Egal, ob der Sound beschissen ist oder nicht. Einfach nur, um mal dieses Feeling gehabt zu haben. Weil es ist ja irre. Also ich weiß nicht, was die da vom Management hinten hinter der Bühne von mir erwarten, irgendwie Hallen auszuverkaufen. Aber ich finde es schon ganz cool, erstmal ganz bescheiden loszulegen. Irgendwo in der Innenstadt auf einer Apfelsinenkiste ein bisschen rappen, dann musst du eigentlich nur DSDS gewinnen. Ja? Oder du musst einfach von deiner Mutter gezwungen werden, in die Mönckebergstraße gestellt zu werden und da auch mal für ein paar Euros oder Euronen einfach mal so zu singen mit Patti, meiner Schwester. Es hat gut geklappt, wir haben 50 Euro die halbe Stunde gemacht. Gute Bilanz, würde ich mal sagen. Das habt ihr gemacht, da wo, an der Mönckebergstraße, direkt neben dem Wempe? Oder wo wart ihr da? Nee, ich glaube, das war neben Deichmann. Ah ja. Und es hat auch geklappt, aber es war gut, es war Weihnachtsgeschäft. Die Leute haben gespendet, weil bis zum geht nicht mehr. Wir haben süße Kostüme angezogen, sahen irgendwie was gleich aus und es war toll. Endlich aber ihr habt nicht gerappt, ne? Nee, nicht gerappt, wir haben eher so klassische Kirchensongs gedroppt. Alt und so. Naja, man muss da alle ansprechen. Man kann da nicht die paar, die mit der Tüte stehen bleiben, dann auch noch verscheuchen mit Rap. Ja, ja, und damals durften wir das ja auch noch gar nicht hören mit 9 und 10. Das war schon, das war noch nicht so drin. Ja, aber tolle erste Erfahrung. Sag mal, aber du weißt schon, dass wenn man jetzt auf Tour ist, dann ist es nicht nur immer Hotel, Hotel, Show, Applaus, sondern die Zeit dazwischen. Hast du denn schon deinen Raststättenführerschein? Nee. Weil es ist wirklich so, du wirst irgendwann, ich sage dir den Moment jetzt voraus, da kann das noch so glamourös und erfolgreich und alles sein. Irgendwann wird der Moment kommen, wo heißt es, wir fahren jetzt hier in Köckern Ost oder so, fahren wir jetzt raus und dann steht man in so einer runtergesifften Tankstelle, guckt da in dieses traurige Regal mit diesem Flügelkäse da, der da so links und rechts aus dem Brötchen guckt und muss sich davon irgendwas kaufen. Was für ein Raststättentyp bist du? Was kaufst du an der Tankstelle? Ich kaufe gar nichts, ich gehe nur kurz Hände waschen auf der Raststätte. Ich würde sagen, ich besorge mich schon irgendwie
so ein Vorsnack oder ein Koch oder jemand, der mir irgendwas vorbereitet. Ein Koch im Auto mit so einem Gaskocher oder wie? Ja. Nee, das finde ich schon gut, weil also ich ertrage vieles und ich habe auch wenig Allüren, überraschenderweise. Ja. Das ist wirklich so. Aber so bei so Brötchen und so Käse, da bin ich dann auch wirklich raus. Nee, aber ich habe mir letztes Mal so ein Interview von Herbie angeguckt, Herbie Grönemeyer. Mhm. Und er hat gesagt, Rockstar bist du erst nach der Show. Ja, dann entscheidet sich, ob du wirklich... ob du da wirklich einen abgehst. Und ich glaube, ich gehe einfach schlafen. Ja. Ja, das ist so. Ne? Man hat ja so seine Routinen, die man dann so abends machen muss. Also wenn du da so spät abends noch wach bist und dann da wollen da alle noch was und so. Du bist ja jemand, ich weiß ja, du gehst ja auch früh ins Bett normalerweise. Ne? Ja, woher weißt denn du das? Hast du mir mal erzählt. Ja. Ja? Wir waren mal zusammen bei einem Essen und da hast du mir gesagt, normalerweise penne ich schon. Alles ja. war sie. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, also ich kenne das, aber ich bin ja auch nun jetzt kein super bekannter Star, der auf einer Bühne stehen muss, dann so abends um so mitten in der Nacht. Nee, aber du funktionierst auch nicht mehr nach 10 Uhr wahrscheinlich. Nee, ja. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gar nicht mehr. Deswegen war Klaas auch nie Live-Sendung, weil das 23 Uhr ist ihm zu spät. Ja, ich werde dann auch, man sieht es manchmal auch, wie ich so zwischendurch mal so wirklich mal gähne und sowas. So, jetzt hast du einen neuen Song. Yes. Und dazu gibt es natürlich auch ein Video. Und ich würde sehr gerne mit deiner Genehmigung da einmal reinschauen. Unbedingt. Ja, dann hören wir und schauen wir einmal rein in das neue Video von Shirin David. Hey, lächel doch mal. Sehr gutes Video. Lächel doch mal, du heißt die neue Single. Aber das Thema Lächel doch mal, das ist ein Satz, der wurde mal zu deiner Schwester am Flughafen gesagt. Und, ja, nicht nur zu meiner Schwester, zu mir, genau. Wahrscheinlich zu mindestens allen Frauen hier auch schon mal. Ich sehe schon ein paar Nicker. Aber das ist schon sowas, was wir ständig hören und es nervt halt hart. Aber der Auslöser war schon bei meiner Schwester am Flughafen. Mhm, genau, also dieses Grundthema, sag vielleicht mal so was für dich hinter dem ganzen Song dahinter steckt. Was ist die eine Message, von der du willst, dass das mal alle langsam mal kapiert haben? Was sollte, wenn man den Song aufmerksam hört, vor allen Dingen natürlich, was sollten Männer denn, die dieses Hören danach gelernt haben? Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt nicht alle Meinungen oder Haltungen irgendwie großartig verändern werde. Deswegen mag ich es immer gerne, mich kurz darüber lustig zu machen, auf so eine andere Art und Weise. Die Männer fühlen sich getriggert, aber vor allem möchte ich eigentlich an erster Stelle erreichen, dass viele junge Mädchen einfach sagen, das, was mir gerade passiert, ist nicht in Ordnung. Mhm. Weil ich habe das damals durch mein Umfeld nicht gelernt. Ich habe viele Sachen... Was zum Beispiel? Also was sind Dinge, die nicht in Ordnung sein sollten? Übergriffige Kommentare, wenn du einfach minderjährig bist und schon irgendwie beleidigt wirst, weil man irgendwie im Sportunterricht aus Versehen deinen BH-Träger sieht oder sowas. Mm, mm. Und das kann halt einfach nicht wahr sein. Und deswegen möchte ich eigentlich mehr Frauen oder Mädchen mitgeben, zeigt eure Grenzen, setzt eure Grenzen, macht euch auch meinetwegen darüber lustig, weil das ist eigentlich immer der erste Impuls, den du geben kannst, um zu zeigen, so bis hierhin und nicht weiter. Weil mit erhobenen Finger ist immer sehr, sehr schwer, Leute zu belehren. Deswegen auch gerne durch die Musik, aber das ist eigentlich so das Erste. Und wenn sich ein paar Jungs jetzt hier geopfert fühlen, lache ich mich halt kurz kaputt und finde das ganz toll. Und ja, sehr gut. Ja, finde ich auf jeden Fall eine wichtige... Und es ist eben auch wichtig, dass jemand wie du sich dann da hinstellt und auch so ein bisschen, ich sag mal so, die Kugeln fängt. Ja, ist auch nicht immer so einfach, ne? Weil du weißt ja selber, was passiert. Ne? Du machst das für auch andere junge Frauen, die das sehen und hören und sich vielleicht ein bisschen auch beschützt fühlen von dir. Und die fühlen sich deswegen beschützt, weil du das auch machen musst. Beschützen heißt manchmal auch, sich eine zu fangen für jemand anders. Und ab und zu kriegst du es ja auch ab. Wie gehst du damit um? Weil du ja genau weißt, das ist ja, wie so ein... wie Fische aus einem Fass angeln, so einen Song zu veröffentlichen. Du weißt doch, was danach los ist. Die kommen alle an und nicht gerade, ich sag mal, das ist kein Akademikertreffen in der Kommentarspalte. aber genau das, erstens das und zweitens, es ist so passiv, es ist so weit weg von der echten Welt. Und wenn ich dann auf der Straße bin, kriege ich so viel Liebe dafür. Und deswegen ist es ein bisschen zu weit weg von mir. Weil ich habe nach 9 Jahren Online-Präsenz irgendwann verstanden, dass es wirklich online und Social Media das Problem ist, anonym Kommentare abgeben zu können. Auf der Straße und im echten Leben ist das Ganze so ein bisschen anders. Und wenn du das irgendwann begriffen hast, dann triggert dich das auch nicht mehr so weit. Und ich nehme das auch gerne auf mich, die 500 irren Kommentare. Und dafür ist dann der Rest lieb und ich kriege schöne Nachrichten. Und das freut mich. Ja, Shirin David hat heute eine Bombe platzen lassen.
Sie wird nämlich tatsächlich das erste Mal auf Tour gehen und das wird für Furore sorgen. Das weiß ich jetzt schon. Aber kannst du vielleicht schon mal ein bisschen was verraten? Wie wird denn zum Beispiel die Bühne aussehen? Das interessiert mich, weil das wird ja nicht einfach so irgendeine Bühne sein, sondern du wirst dir ja was überlegt haben. Kannst du dann musst du schon auf die Tour kommen, um dir das anzugucken. Ich komme natürlich. Das werde ich ja jetzt hier nicht verraten, wie diese Bühne aussehen wird. Ja. Aber es wird süß. Bescheiden. Süß und bescheiden, wie man das von dir kennt. Genau, ja. das war süß und bescheiden. So ein ganz süßer G63 wird auf dem G63? Excuse me, meinst du ein Diesel? Was denn? Was ach so, denn? Okay, ja? Ja. Ah. Wahnsinn. Sag mal, apropos in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, wenn du möchtest, kannst du dir das noch mit anschauen. Wir wollen nämlich jetzt in die Zukunft schauen. Ich möchte jetzt erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bedanken, dass du da warst. Ja? Danke dir. Danke. Ich freue mich auf die Tour. Ich komme, werde hinterherreisen mit einem Iglo-Zelt und ich werde mit dabei sein. Aber auch den neuen Song Lächel doch mal werde ich mir ganz oft anhören und das könnt ihr auch machen.